Hallo und zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. So, in der letzten Folge haben wir uns ja das Band angeschaut und praktisch die Mia nachgespielt. So, jetzt sind wir wieder zurück. Das Bad haben wir gemacht. Und wir haben eine Holzstatue gefunden. Was bedeutet... wie könnte denn eigentlich... jetzt nach unten gehen. Da gab es ja auch was, wo man das reinsetzen konnte. Wow. Das musst du schon besser machen, Junge. Oh, ey. Mistsau. Ein Schwein. Du bringst mich um und ich komme zurück. Alter. Okay. Fuck, ich glaube, wir sind down. Ach, ich weiß wirklich nicht, was sie in dir gesehen hat. Mann. Okay, nochmal. Oh nee, ich hoffe, ich muss die ganze Schmarrn jetzt nicht nochmal machen. Was haben Sie dir angetan, Mia? Okay. Also vielleicht noch irgendwie einen anderen Weg. Jetzt bin ich wieder in der scheiß Werkstatt. Boah, Alter, was ist denn hier los? Ich krieg einen Vogel. Alter. Hat das irgendwie einsetzen oder was? Ah, so.
Kill. Boah, Alter. Der regt mir auf, der blöde Jack. Ich hätte schon gedacht, dass der down ist, aber anscheinend nicht. Okay, sieht aus irgendwie so wie so ein Jägerzimmer, Jagdzimmer. Ich hab mein Inventar ist komplett voll, gell? Eieiei. Zum Kombinieren habe ich nichts. Sie haben nicht genug Platz. Scheiße. Okay, ich brauche irgendwie einen. Muss ich mir auf jeden Fall merken hier oder kann ich irgendwas kombinieren? Voll bin ich. Nein, ich hätte den Hundekopf gleich einsetzen können, gell? Scheiße. Na, das geht nicht. Okay, hilft nicht. Oh, das ist nämlich ein Ding. Mein Gott. Okay, hilft nicht, dann habe ich jetzt. Okay, hier ist nix. Da brauche ich einen Dietrich anscheinend oder sowas. Oder warte mal, vielleicht geht es mit dem Schlüssel, was ich zwar nicht glaube, aber probieren können wir es einmal. Ja, war klar. Alter, wird's irgendwas gehört? Irgendwas habe ich jetzt gerade gehört. Okay, das ist irgendwie so eine komische Gestalt drauf. Münze, jetzt haben wir schon drei von den Münzen. Ich weiß nicht, für was wir die brauchen. Schreibt es vielleicht mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst, für was man die braucht. Ich weiß es nicht. Boah, was ist denn das hier? Alter Schwede. Komisch, alles verschleimt hier, oder was das sein soll. Wow, 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 wow. What the fuck? Okay, ich hoffe, der Kopf wechselt sich nach. Eigentlich heißt es ja bei Resident Evil, dass man nur auf den Kopf schießen braucht. Also, in den anderen Teilen war es so. Dass sie sterben. Boah, Alter. Wie kommt hier nicht noch so ein Ding vom runter?
Okay, was ist denn überhaupt das hier? Psychotium, Arznei, das kurzfristig die Sinne schärft, wodurch sie Objekte einfacher aufspüren können. Nehmen wir das mal. Benutzen, ja, und jetzt? Augen öffnen. Sie sehen zeitlang die Position der Objekte. Ist es auf der Karte dann vielleicht drauf? Eingangshalle, Schlüssel. Ah, das war die Kiste da mit dem Schlüssel. Okay, alles klar. Ah, jetzt. Alles klar. Ja, hier wird bestimmt verschlossen sein, die Skorpiontür. Okay. Boah, ist hier noch eine andere Tür irgendwie? Ne, hier ist nichts mehr. Oh, gibt es hier weiter mal einen Speicherpunkt? Okay, gehen wir erstmal hier rein, bevor wir da runtergehen. Oh, Speicherpunkt. Und eine Kiste. Pistolmunition, sehr schön. Sehr schön. Okay, jetzt packen wir erstmal das Zeug da rein. Was brauchen wir jetzt? Ich mache mal die Münze weg. Die packen wir rein. Schießpulver packen wir rein. Die Kassette packen wir rein. Hundekopf nehmen wir jetzt mal mit, weil den müssen wir an der Tür einsetzen. Und den Autoschlüssel weiß ich nicht. Den packen wir auch mal rein. Und den packen wir auch rein. Dann können wir schon mal zweimal nochmal mischen, sobald wir ein Kraut haben. So, ich würde sagen, Hundekopf behalten wir, den Schlüssel weiß ich nicht. Brauchen wir den nicht. Der Schlüssel ihres Autos. Sie müssen ihn während des Kampfes auf dem Dachboden verloren haben. Ja, ja. Mein Auto ist ja eigentlich im Arsch. Den tun wir jetzt auch mal rein. Egal. Okay. So, was ist hier noch? Notiz. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Muss an dem Mist liegen, den sie mir reinwürgen. Wenn ich schon draufgehen muss, will ich zumindest im Kampf untergehen. Ich werde mir die Flinte schnappen, die ich im Freizeitraum gesehen habe. Die werden noch bereuen, was sie mir angetan haben. Du musst hier entkommen, ich liebe dich. Du musst hier rauskommen, ich liebe dich, Courtney. Ich liebe Travis. Lieber Courtney, die Arschlöcher suchen nach mir, aber vielleicht gibt dir das die Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Aha, einen haben wir ja schon. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Finde den, ja, ist der Schlüssel hier raus. Okay. Okay, einen Hundekopf haben wir ja schon. Okay, hier ist zu. So. Weggelegt haben wir alles. Ist hier noch was drin irgendwie? Nö, hier ist nichts mehr. Okay, dann würde ich sagen, wir speichern. Aus dem Haus fliehen. Ja, machen wir eine neue Datei. Okidoki, gehen wir mal raus. Ich hoffe, dass wir gleich wieder angefallen werden hier von irgendeinem Vieh oder sowas. Dann gehen wir hier runter. Oh, ey, alles hier voll so Motter, hier Motterrotz. Kann man die irgendwie erkennen? Vorher schon erkennen? Gehen wir hier rein, probieren wir da mal reinzugehen. Okay, von der anderen Seite verschlossen.
Ich weiß nicht, ob ihr das so mitkriegt mit der Soundkulisse, aber du denkst jedes Mal, irgendwas steht hinter dir, irgendwas geht hinter dir oder sowas. Das ist echt heftig. Ich glaube, wenn man das zweite Mal durchspielt, ja, dann geht's eigentlich, weil dann weiß man ja eigentlich schon, was passiert, aber beim ersten Mal ist es doch schon ganz schön krass. Boah. Boah, ey. Boah, ich brauche eine Shotgun oder sowas. Okay, wie schauen wir aus? Wir sind eigentlich noch grün, also werde ich mich jetzt mal nicht heilen. Ich werde mich jetzt mal nicht heilen. Wir sind noch grün, oder? Ja, wir sind eigentlich noch grün. Okay. Boah. Okay, man muss mindestens dreimal auf den Kopf schießen. Boah, Alter. Verballert meine ganze Munition hier, ey. Starke flüssige Chemikalie. Okay. Was ist denn hier alles drin? Entschlossen. Nicht, dass ja auf einmal so ein Ding rauskommt. Okay. Oder muss ich den da reinschieben irgendwie? 100 Pro kommt hier jetzt gleich ein Ding raus. 100 Pro. 100%ig jetzt beim letzten oder so. Das hier? Okay, Tamara. Kann ich irgendwas machen mit dem? Kann ich den irgendwie nehmen hier? Nee. Okay, hat der Raum mir jetzt nur die starke flüssige Chemikalie gegeben? Oder was? Hier. Lukas, ich habe den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich habe ihn in den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. 3A? What? The fuck? 3A, keine Ahnung. Okay, Plan, egal. Okay, Leute, wie es dann aber hier weitergeht, ob wir das Rätsel hier lösen können mit dem Verbrennungsofen, das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Oder auch die übernächste Folge. Bleibt auf jeden Fall dran und gebt mir auf jeden Fall auch ein Abo oder ein Like, wenn es euch ein bisschen gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Servus, euer Andi.